Es ist Mittwochvormittag im Kursraum des Fitropolis. Das ist das Fitnessstudio der Turn- und Sportgemeinde Heidelberg-Rohrbach. Es hat von morgens bis abends geöffnet, Sportler kommen und gehen. Der Mittwochvormittag aber gehört dieser Gruppe. Alle Teilnehmer der Trainingseinheit haben eines gemeinsam. Sie haben vom Arzt eine schlimme Diagnose erfahren. Parkinson. Früher nannte man die Krankheit Schüttellähmung. Meist sind ältere Menschen von Parkinson betroffen. Heilbar ist die Krankheit nicht. Sie schreitet immer weiter voran. Die meisten Teilnehmer der Parkinson-Sportgruppe haben sich mit dieser Diagnose arrangiert. Und sie treiben gemeinsam Sport, dreimal in der Woche. Die Patienten sind Mitglieder der Parkinson-Selbsthilfegruppe Heidelberg. Diese kooperiert seit einigen Jahren mit der TSG Rohrbach. Unter Anleitung von Sascha Brandenburger steht Mittwochvormittags Reflex- und Koordinationstraining auf dem Plan. Wer nicht direkt oder indirekt betroffen ist, weiß über Parkinson meist nur wenig. Die Arme zittern, das hat man schon mal gesehen. Außerdem verlangsamen sich Bewegungsabläufe, Muskeln versteifen, viele weitere Symptome kommen dazu. Und trotzdem können und sollen Parkinson-Patienten Sport treiben. Ja, im Endeffekt können sie alles machen, aber langsamer eben. Und man muss halt auf verschiedene Parameter besonders achten. Also es ist eben so, dass durch die Krankheit ist relativ schnell ermüdet man. Und auf das muss man halt dementsprechend ein bisschen sich richten. Und man muss halt gucken, dass man das verbindet. Dass man also nicht eine motorische Einheit durchgängig trainiert, wie jetzt zum Beispiel beim Aerobic oder sowas, sondern dass man einfach vernetzt das Ganze. Dass man also Züge aus dem Kraftbereich mit Ausdauer koppelt und mit Koordinationsschulung. Das ist eigentlich das Wichtigste daran. Es gibt ja verschiedene Schweregrade. Kann denn jeder Patient in irgendeiner Weise Sport machen noch? Die Erfahrung haben wir gemacht, dass jeder Betroffene noch sich sportlich betätigen kann. Das ist genauso wie im Endeffekt jeder andere. Ältere gibt es, die eher fitter sind oder eher weniger fit. Also genauso kann man das auch dementsprechend für Parkinson-Betroffene übertragen. Aber natürlich im gewissen Rahmen. Also wir müssen da schon Abstriche machen. Wir versuchen in unseren Kursen immer sehr zu differenzieren. Das heißt, wir versuchen immer auch mehrere Übungsleiter da zu sein, die dann die Schwere der Übungen versuchen zu variieren. Ja, nicht immer klappt das, aber meistens. Also das ist schon unser Ziel, dass wir dementsprechend jeden da abholen, wo er sich befindet. Also so adäquat belasten. Also ich denke, Sport ist für jeden wichtig und je älter, dass er wird, um seine geistige und körperliche Leistungsfähigkeit zu erhalten, denke ich schon, dass die Bewegung da unabdinglich ist. Aber jetzt im Besonderen Parkinson anzusprechen, es ist sehr, sehr wichtig, aber ich glaube nicht wichtiger wie für alle anderen Menschen. Wie ist es denn, wie kommen denn die Patienten zu Ihnen, wenn die Diagnose gestellt wird? Ist es dann so, dass sich viele vielleicht erstmal einigeln und dann nicht aktiv kommen? Oder sagen die dann gleich, ich suche mir da eine spezielle Gruppe und will was tun? Manche igeln sich wirklich ein, die kommen dann erst ein Dreivierteljahr, Jahr nach der Diagnose. Manche haben gestern die Diagnose bekommen, sind heute schon bei uns, weil sie genau wissen, jetzt müssen sie was tun, jetzt müssen sie mehr tun. Also da gibt es nicht das, ja. Was viel wichtiger ist, wir wissen ja gar nicht, wie viele Betroffene das es überhaupt denn gibt. Ja, weil ganz einfach viele Symptome davon haben, aber entweder sich nicht untersuchen lassen oder wir die nicht greifen können. Aber ansonsten, ich glaube, die Zeit macht das Ganze und je länger man sich damit befasst hat und wenn man die Krankheit anerkannt hat, also das ist ja für sich das Wichtige, wenn man sagt, okay, ich habe die Krankheit und ich weiß, ich muss damit leben. Und wenn man das dementsprechend für sich weiß und für sich auch sagt, ja, damit kann ich leben, damit muss ich jetzt leben, dann sind die offen auch wieder für das soziale Leben. Eine Stunde lang trainieren die Teilnehmer im Kursraum. Durch spezielle Übungen lernen die Betroffenen, mit ihren Einschränkungen umzugehen. Das Ziel ist klar, die Teilnehmer sollen besser im Alltag zurechtkommen. Die Übungen sind das Ergebnis langer Vorbereitungen. In Abstimmung mit Sportwissenschaftlern und Physiotherapeuten wurde ein ganzheitliches Bewegungs- und Sportprogramm entwickelt. Krafttraining, Beweglichkeit, Koordination und Ausdauerschulen und, ganz wichtig, das Zusammenspiel von Gehirn und Bewegungsmuskulatur fördern. Montags Nordic Walking, mittwochs die Koordinationseinheit mit anschließendem Krafttraining, freitags dann Gymnastik und Sprachübungen. So sieht das Gesamtprogramm der TSG Rohrbach für Parkinson-Patienten aus. Für das Projekt wurde der TSG Rohrbach im vergangenen Jahr die Auszeichnung Sterne des Sports verliehen. Das Sport- und Bewegungsangebot für Parkinson-Betroffene ist zu einem Erfolgsmodell geworden, das in der Region immer noch einzigartig ist.
Der Anfang der Zusammenarbeit im Jahr 2004 war für die Parkinson-Selbsthilfegruppe das Ende einer langen Suche. Mein Vorgänger und ich, wir haben ein Studio gesucht und waren in Busselton, in Robach-Süden, überall. Und keiner hat uns angenommen. Ich nehme an, die haben gedacht, was sollen wir mit kranken Leuten anfangen? Dann sagte ich zu meinem Kollegen, mein Verein macht ein Studio auf, die TSG, bei der ich schon bald 60 Jahre bin. Wir versuchen mal, ob wir da ankommen können. Man sagt ja, Sport tut jedem Menschen gut, aber Sie sagen schon, dass es bei Parkinson-Kranken im Speziellen so ist, dass es wirklich Besserung verschafft. Ja, also Besserung, ich weiß nicht, ob man Besserung sagen kann, aber dass es nicht so schnell, Parkinson kann man ja nicht heilen, dass es nicht so schnell abwärts geht wie eben die Leute, die keinen Sport machen. Zu Beginn der Übungsstunde sah es fast ein bisschen unaufgeräumt aus, alles lag auf dem Boden rum, was hat es damit auf sich? Also wir beginnen immer die Stunde mit einem Ausdauerbereich. Also die Leute müssen erstmal ankommen und dann versuchen wir dementsprechend Gangschulungen zu machen. Und wir versuchen das immer in einem Chaos-System sozusagen aufzubauen, damit die Leute sich nicht, erstens versuchen die immer im Kreis zu gehen, das versuche ich immer zu verhindern. Wenn da Gegenstände auf dem Boden liegen, dann müssen die immer mal ausweichen, müssen schnelle Richtungsänderungen machen. Und genau das ist auch ihr Problem, auf nicht vorgesehene Gegebenheiten reagieren und das fällt denen oftmals ganz, ganz schwer und das wollen wir natürlich damit schon kognitiv mitschulen. Wir bieten 3 angeleitete Sportangebote pro Woche an. Das ist einmal im Ausdauerbereich, was wir montags haben, dann mittwochs das spezielle HORA Reflex- und Koordinationstraining nach einer Methode von Peter Honnung in Münzingen entwickelt und freitags eine allgemeine Gymnastik. Das ist so der Verbund im Eingeleiteten. Und das vierte, was wir haben, was wir empfehlen, 2-mal die Woche zu machen, ist ein kurzes, aber prägnantes Training an den Geräten, also an Krafttrainingsgeräten. Da ist natürlich eine individuelle Einweisung durch einen Fachtrainer notwendig, aber das große Ziel ist, dass sie dann dementsprechend langfristig das alleine absolvieren können. Und im Krafttraining ist es, was viele Leute sagen, dass der Unterschied ist zwischen, was in vieler Fachliteratur eben gegeben ist, wir belasten die Leute. Also wir versuchen da schon auf 80% der maximalen Leistungsfähigkeit hinzuarbeiten. Das heißt, wir arbeiten auf 10 Wiederholungen, das ist ein eigentliches Hypertrophietraining. Ja, wir kriegen das nicht immer ganz hin, weil wir nicht genau wissen, wie können die sich belasten. Aber wir versuchen dementsprechend auch ständig Trainingsplanumstellungen zu machen und die dementsprechend zu fördern. Das ist unser Ziel. Wie viel muss man denn über die Krankheit wissen, um das speziell anbieten zu können? Also um eine Reha-Sportgruppe in diesem Bereich anbieten zu können, braucht man eine Ausbildung als Reha-Sporttrainer im Bereich Neurologie, also Schlaganfall, Parkinson und so weiter. Geht 3 Wochen. Also da in 3 Wochen bekommt man dann dementsprechend einiges näher gebracht über den Badischen Behindertensportverband, ist unser Verband dafür zuständig, kann man die Ausbildung machen. Ja, wir haben jetzt zusätzlich eben noch eine andere Ausbildung auf kommerzieller Ebene, eben das HORA Reflex- und Koordinationstraining, das eben nach einer speziellen Methode von Peter Honnung eben entwickelt worden ist. Ja, nach der arbeiten wir. Im Anschluss an die einstündige Einheit im Kursraum steht noch Krafttraining auf dem Programm. Die Geräte sind im Prinzip die gleichen wie in jedem anderen Fitnessstudio. Aber die Ausführung der Übungen ist speziell an die Bedürfnisse von Parkinson-Betroffenen angepasst. Durch das Krafttraining lernen sie, wie sie bestimmte Bewegungen wieder besser ausführen können. So sind Stürze bei Parkinson-Patienten keine Seltenheit. Beim Gerätetraining üben sie deshalb zum Beispiel Abläufe, die für schnelle Schutzbewegungen wichtig sind. Die TSG Rohrbach ist auf ihr Sportangebot für Parkinson-Betroffene natürlich besonders stolz, sieht das Projekt aber auch als Teil des großen Ganzen. Wir sind in Heidelberg der größte Sportverein mit über 3000 Mitgliedern, haben 18 Fachabteilungen und unter anderem natürlich auch dieses Bewegungszentrum hier, das von morgens bis abends geöffnet ist und somit einen vielschichtigen Rahmen wir damit anbieten können. Wir versuchen natürlich gerade in diesen Sonderangeboten wie zum Beispiel Parkinson uns eigentlich an den Bedürfnissen der Bevölkerung anzupassen. Wenn solche Sachen da sind, Sport mit Krebs zum Beispiel, solche Sachen da sind, dann übernehmen wir das in unser Programm und halten es so lang, wie die Möglichkeit besteht. Sportverein für alle heißt also auch möglichst vom Kleinkind
bis ins hohe Alter. Ein Kleinkind heißt, wir haben eine Kinderkrippe, zwei Kinderkrippen, einen Sportkindergarten, Bewegungskindergarten. Wir haben den ersten Sportkindergarten in der Metropolregion. Das macht uns so ein bisschen stolz, dass wir diesen Weg gegangen sind. Ja, eigentlich nur zu sagen, Sport für alle. Diese Parkinson-Sportgruppe, wie kam die zustande? Ja, die kam da zustande, dass also in unseren Angeboten, Reha-Angeboten, die wir haben, hatten wir festgestellt, dass speziell viele Parkinson-Interessierte da waren und dann auch den ganzen Kreis hier mit aufgenommen haben. Das war das einzige praktische Angebot, was also hier in unserer Region war. Und da haben wir gleich zugeschlagen, haben gesagt, das ist eine Notwendigkeit. Das ist so eine wichtige Geschichte, Parkinson. Und die fühlen sich auch wirklich wohl bei uns hier. Und ich glaube, wir haben da eine richtige Tat getan. Ein Sportverein für alle, das will die TSG Rohrbach sein. Die Parkinson-Sportgruppe ist übrigens nicht das einzige Projekt des Vereins im Bereich Reha-Sport. So gibt es Einheiten für Wirbelsäulengeschädigte, eine Koronarsportgruppe, Sport mit geistig behinderten Jugendlichen, mit Osteoporose-Betroffenen und mit Patienten, die einen Schlaganfall hatten. In naher Zukunft soll das Programm sogar weiter ausgebaut werden. Sport für Zucker- und Asthmakranke, für stark Übergewichtige und für Patienten mit Bluthochdruck. Das hat sich der Verein als nächstes vorgenommen.